Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Call of the Sea für die Xbox. Ja, wir haben die Brücke beim letzten Mal runtergelassen mit dem knippligen kleinen, naja, so knipplig war es nicht, lästerhaften Rätsel. Wir laufen mal los. So, und wenn ich hier laufe, könnt ihr schon mal hier liken, abonnieren und auf die Glocke hauen. Das wäre super. Ja, ich muss ein bisschen Eigenwerbung machen, denn ich will ja auch gerne meinen Kanal ein bisschen größer bekommen mal. Wir liegen jetzt ungefähr bei, oh, ich bin eigentlich ganz froh, wir liegen seit, ich glaube, seit vor Weihnachten über 2000 Abonnenten. Das ist natürlich ganz cool und freut mich auch sehr, dass es trotzdem weitergeht, obwohl ich nicht mehr so oft gepostet habe. Lustigerweise ist Harry Potter für die Switch mein meistgesehenes Video. Und das ist das einzige Video, wo ich keine Lizenzen dran habe. Das heißt, das ganze Geld geht an Warner Brothers. Ganz cool. So, Erfolg freigeschaltet. 30, 74 Meilen, du hast Kapitel 1 abgeschlossen. Okay, hätte ich das gewusst beim letzten Mal, hätte ich natürlich direkt dort aufgehört. How long have I been walking? I've lost track of the time. Und die Folge muss man ausstellen. Kapitel 2, die Everhard Expedition. Gut. Gut ist, ja? Wenn wir jedes Mal ein Kapitel wow, schaffen, wäre natürlich cool. This place? Oh, hier wohnen ein paar Tiki, Leute. I'd better have a look around this abandoned village. Eieiei, was ist das denn für ein Monument? Harry's crew might have stayed here. Tiki, like something straight out of an adventure novel. Okay, sie jetzt aufgemalt. Sie ist auch gut im Zeichnen eigentlich, ne? Also ich meine, ich kann auch zeichnen, aber sie, guck mal, wie sie das schön schraviert und malt. The Everhard Expedition. They set up camp here. Hier kann ich aber nichts machen. Gut, da ist der Slow von denen drauf, das ist schon gut zu wissen. Hier ist noch ein Tiki. Muss ja auch mal lieber an. Could these Tikis be some sort of guardians? Hat sie auch aufgemalt? Ja, guck mal. Schon was mitmachen. So, was ist hier denn? Oh, eine kleine Box. Guck mal rein. Looks like some of the crew members didn't get along too well. So, auf der Rückseite. A forbidden ritual? Es warnt vor diesen Ruinen. Es sagt, dass dort eine Art verbotenes Ritual stattgefunden hat. Okay. Diese alten geometrischen Steinstrukturen sind nicht polynesisch. Welchen Zweck hatten sie? Mal gucken. Oh ja. Natürlich ein gutes Bandgerät. Hören wir uns das mal an. Let me record it. So, you said you've been on this island before. Yes. Some years ago. I made a rookie mistake. I did it from my fishing route to go to what looked like a better spot, less than an hour, had gone. By when suddenly, my va'a, my canoe overturned. And I got this lovely souvenir from that mistake. Heavens, what gave you that scar? It's not a what, but a who. I don't know. I didn't get a good look at it. But it seemed like a sea creature I never seen. Anyway. I was lucky enough to reach that Whiteson beach, the one where we landed on the island. A man came 3 days later and got me out of there. He brought me to the port of Papeete without speaking a single word. Time passed, and I promised myself that I would go on with my life and forget about this damn island. Why did you agree to return to the island then? I need to know what happened to me, to discover the truth. I don't know if you get me. Absolutely. Oh, eine Minimuschel. Hm. Schön schlafen eine Runde, das ist ja cool. Da liegt noch was auf dem Buch, auf dem Tisch, glaube ich, da drüben. Ein paar Bilder. A Polynesian man covered in tattoos. I'm not sure if he looks angry or scared. Well, what well? Der Führer will nicht zu den Ruinen. Warum hat er solche Angst vor diesem Brunnenschacht? So now you believe in magic, old pal? Er hat jedem von uns eines von diesen Amuletten gegeben. Nur Harry hat seins behalten. Ja, weiß ich nicht, wenn der schon mal da war oder das ein anderer war. Gut. So, da drüben ist noch ein Tiki. Den gucken wir uns auch mal an. Den kannst du, glaube ich, auch mal abmalen. They're composed of four pieces. Viele Teile, ja. Hier sieht es so gemütlich aus. Hier sind ganz schön viele Sachen. Okay.
This fella sounds pretty hot-headed. Ich wollte nur wenige Tage auf der verfluchten Insel bleiben, aber es sind schon fast 2 Wochen voller Untätigkeit vergangen. Wird dieser reiche Schnösel diese Lücke irgendwann aufbekommen? Ich werde nicht wieder auf Mr. Besserwisser warten, wie beim Aufzug. Er sollte die Sache mir überlassen. Wir haben nicht ohne Grund Dynamit dabei. Mann klarer Worte und Taten. Blowing an ancient hatch with dynamite sounds like a fool's errand to me. Ja, auf jeden Fall. Looks like someone didn't like you very much, Harry. Bla bla bla, I'm so clever. Oh, cool. So, was hier denn? Oh. Ein Gewehr? Was weg ist? They were packing a lot of heat when they came to this island, but they took all the guns with them. Very neat. Ah, hier. Das muss wahrscheinlich diese Shannon sein. Quite a looker. A fashion model, maybe. Für Roy, den besten Stuntman Hollywoods. Nix. Und hier? Mit Küsschen. Looks like this. Na. His real name was Costas. Und benachrichtigen Sie bitte Astanas und Apostolo. Okay. Da ist noch was. Ja, kaputter Spiegel. Kann man nicht mitnehmen. Ein Kamm. Nice comb. Drehung, ist hier was drauf? Ne. Whisky? Who worries this much about their appearance in a place like this? Ne, es ist. Ich will ein Bart oder so ein Kram, ne? Okay. Nicht so viel zu erkennen. Hier ist so eine Box. Oh, eine Waffe. Fehlt auch I'm schon not wieder. Sure what to expect on this island, but I hope I won't regret not having a gun. Diese paar Würfel habe ich gerade eben gar nicht gesehen. I've never cared much for games of chance. Ach, das sind so. Ach, sind so Kartenwürfel. Witzig. Das haben wir alles, ne? Gut. Gehen wir mal raus. Gibt es hier noch mehr zu entdecken? Also, es gibt ja verschiedene Wege auf jeden Fall. Da will er bestimmt rein, eigentlich. Da ist das da, wo die Luke da unter ist? Oder was sagt er da? Kurz auf den Boden gucken. Wo war der hier jetzt? This enormous stone slab looks like a mechanism to get up to the outcrop. Something missing here. Okay, das kriegen wir hin, das finden wir. Okay, wo müssen wir längs? Also, wir haben ja 2 Wege. 3 Wege. Wir lassen doch erstmal, wir sind von da gekommen, lassen erstmal den linken nehmen. Wir gehen von links nach rechts. Erstmal den linken Weg durchforsten. Gucken wir noch ein Tiki. Someone on the expedition died. What a delicate piece of craftsmanship. Ist das denn gestorben? Oh, da. Mist. Roy Granger, das ist auch der. I never thought that this expedition would cause anybody's death. Oh, I'm sure Harry never thought so either. If he'd known this was going to happen, he'd never have come here. Wir müssen unser Spiel wohl im Jenseits fortsetzen. Okay. Das Roy ist doch der Typ der Herzensbrecher, oder? Ich glaube, das war der. American Dynamite. Did they use all the dynamite? Kein Dynamit mehr da? Natürlich schlecht. Ich habe einfach mal alles weggeballert. Scheiß auf Verluste. Oh, hier ist noch was. Wenn mich jemand braucht. Es nervt immer, dass sie noch ein bisschen was dazu sagt. Entschuldigung. Wenn mich jemand braucht, findet ihr mich im Medizinzelt oben auf dem flachen Vorsprung. Nach allem, was passiert ist, sollte ich mehr über diesen Brunnen herausfinden. Dr. Witt. Ja, ist hier auch nicht. Okay. Ich bin schon schwindelig hier. Das Spiel können wir rücken in 3D. I've been close to a grave since my mother's burial. Shortly after she died, my lovely Dalmatian spots, as Harry used to call them, appeared. I thought it was nothing at first. Why is this hammock so far from the rest of the campsite? Tja, das war nicht. Look at this little fella. Echt ganz süß geschnitzt aus. Was unten drunter stehen? Nee, auf dem Kopf? War nicht. An amulet with a carved Marquesian cross.
The symbol represents balance and protection. Muss man unten mitnehmen, da, ne? Okay. The river cuts through that canyon. It doesn't look safe to cross. Okay, da können wir nicht durch. Gut. Jetzt haben wir 4 Tikis fotografiert, oder? Genau, also vielleicht brauchen wir die noch. Kann man schon Muster erkennen da? Nicht so richtig, ne? Sieht aber lustig aus. Aber vielleicht müssen wir noch irgendwas machen. Mal gucken. Also nur vielleicht. Ich bin ziemlich sicher, dass wir es machen müssen. So. Mhm. Das ist schon wieder eine Brücke, ne? Oh, I must have found the luxury huts. Pretty swanky. Die Luxushütte? Mal gucken, uns die Luxushütte doch mal an. Hier haben wir ein Bild. Look at him. Giddy as a schoolboy. Oh, Harry. Ichor? Schwarz Schleim. Okay. It's been ripped out of something else. Sieht aus, als ob es irgendwo rausgerissen wurde. Okay. I've seen Harry keep even restaurant checks for bookkeeping. He would never tear up a piece of valuable information. Okay, puzzeln bin ich eigentlich relativ gut. Achso, man kann es überlegen, immer dahin. Kann man die drehen auch? Nee, kann man nicht. Schon mal gut, dass man nicht drehen kann. Das würde nämlich wahnsinnig werden. Warte mal, wir haben es weg. Dann kurz mal wegpacken. Und dann nehmen wir das hier. Und setzen es oben drauf. Ja. Und. So. Und. Kommt irgendwo hier unten hin, glaube ich. So. Das kommt wahrscheinlich hier ran. Das kommt. Hier oben drauf? Vielleicht? Das kleine Stück. Muss ja auch irgendwo rankommen. Hier oben wahrscheinlich. Das ist ein ganz schön großes Stück, weil da fehlen noch ein paar Teile, würde ich behaupten. Ich glaube, hier ist das Ganze so fertig bekommen. Da sehe ich das gerade richtig. Das ist nicht ganz. Ja, okay, vielleicht sind doch alle Teile da. Ich habe falsch geguckt. Ah, stimmt, die habe ich übereinander liegen, deswegen. So. Oh, kannst du bitte da bleiben? Das so muss man machen, okay. Zack. Got it. Gut, abgemalt. Ah, okay, das heißt, wir bräuchten die anderen Figuren auch noch, wie man sieht. Denn, oh, wenn man genau hinguckt, haben wir nur das erste Ding hier oben gefunden. Ah, was gibt's noch hier? Hatten wir schon? What mess did you get into, Harry? Mr. Abbott, wir bedauern zutiefst, dass Sie die finanzielle Verbindung durch uns ablehnen. Wir hatten immer ein ausgerechnetes Verhältnis zu Ihrer Familie. Und wir hatten diese Reise als einzigartige und gewinnbringende Möglichkeit für beide Seiten gesehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrer Reise. Sie werden es mit Sicherheit brauchen. Hochachtungsvoll, Caleb Bowens, Starry Wisdom Society. Okay. Wow, wo da wohl reingeraten ist. That Frank seems to feel guilty for whatever happened. I feel really bad for him. Ich weiß doch einfach nicht, was passiert ist. Roy wusste genauso gut wie Sie und ich, dass der schwarze Schleim hochexplosiv ist. Ich hätte es ihm nicht glauben sollen, als er sagte, er hätte die Erlaubnis. Das wird nicht wieder vorkommen, Frank. Warte mal. Rückseite. Gut, nichts. Wo hab ich da auch nicht geguckt, ne? Guck auf der Rückseite, was ist? Ja. Aber so steht ja was, ne? Die Kiste können wir nicht aufmachen. Ah, oh, da ist noch was. Mach, hier ist ganz viel. Guck mal. Considering how poorly Harry draws, this isn't half bad. Okay. Objekt wird alter Mechanismus. Was da? Da fährt das Ding nach oben. Drawings. More drawings. Okay. Hier war ein Tiki. The parts of the Tiki on this column seem movable. Okay. Hm. Wie kann man bewegen? Jetzt ist aber die Frage, welchen Tiki man davon bauen soll. Hat das was mit dem Ding an der Seite zu tun oder noch? Ich sehe das gerade nicht so. Warte mal, ich probiere mal kurz aus, wo los.
Ich baue mal ein Tiki nach, und zwar den ersten da. Die Augen, okay. Warte mal. Okay. Der Mund ist ja schon mal, der Mund ist verkehrt. Aber die Augen, nicht Augen waren das, okay. Ja, auf jeden Fall war es ein anderer Mund. Hier, ne? Genau, und die Augen, waren das die richtigen Augen? Nein, natürlich nicht. Hier? Alter, bin ich dumm? Okay, nochmal. Alter Schwede. So, auf jeden Fall waren es die Arme. Die Augen waren verkehrt, immer noch. Mann, wie sind die Augen? Jetzt haben wir es. Und jetzt? Kann man den Mechanismus anmachen irgendwo? Aber wir sind ja alle richtig, oder? Guck mal, der ist auf der Seite. Hier hinten ist der mit der Zunge raus. Sieht auch genauso aus. Und hier ist der links unten. Jetzt ist er auf jeden Fall richtig hingestellt, aber ist die Frage, ob das der sein soll, der hier jetzt ist. Oder ob es ein anderer sein soll. Das ist gerade nicht ganz so schlüssig, muss ich zugeben. Gerade nicht so schlüssig, muss ich zugeben. Also, ich kann auch mal hier gucken, okay. Dann machen wir ein andermal. Den. So, ne? Was ist jetzt der? Reißt aber auch nicht so. Hat das was mit den Symbolen links zu tun? Das sind ja auch vier Teile. Aber was ist damit gemeint? Also unten könnte das dieser Fisch sein. Wenn man genau hinguckt, dieser unten könnte so ein Krake sein, die untere, unten rechts. Wir probieren es mal, pass mal auf. Ja, genau, pass auf. Wir versuchen mal. Und zwar gehen wir erstmal hier runter und gucken uns den. Unten, das sieht ja so ein bisschen aus wie der unten rechts. Das heißt, den haben wir schon. Der hier, das müsste ja ein Engel sein, der so ein bisschen aus wie das da. Wer kann das sein? Nee, es gibt keinen Sinn, oder? Ah. Mist. Das gibt ja keinen Sinn. Also ich glaube, man muss noch mehr Hinweise finden vielleicht. Viel weiter kommen wir nicht mehr. Mehr geht's hier ja nicht. Hier geht's noch runter. Oh, Leiter, okay. Okay. Gehen wir leider mal runter. Puha, da weiß ich gerade auch nicht, wie es da weitergeht. Da runter. Nicht weiter, weil wir hier geht es wahrscheinlich erst weiter, wenn wir den Tiki gemacht haben. Dann können wir wahrscheinlich runtergehen, behaupte ich mal. Okay, wie machen wir das? Ich überlege gerade, was das Rätselslösung sein kann. Vielleicht liege ich auch gerade wieder, stehe auf dem Schlauch irgendwie. Aber es muss doch was zu tun haben. Ich glaube, es hat was zu tun mit der Zeichnung, die wir haben. Warte mal, wir können, ach, hier kann man auch noch rübergehen, okay. Machen wir noch gar nicht. Geh erstmal hier You rüber. Put together quite an expedition, Harry. And all just for little old me. Vielleicht finden wir es immer hier. Guck mal. My dear old pal. I know you won't ever read this letter. But I'm accustomed to writing you and it comforts me in this strange place. This island is riddled with secrets. So many secrets. But I'm not only talking about mechanisms and contraptions, Nora. I
dare say that something on the island clouds one's judgment. Otherwise, I don't have an explanation for Roy's actions. The man was arrogant, impulsive, and a little cocky, but he was no fool. We weren't friends by any means, but he didn't deserve what happened to him. Nobody deserves that. We may have made some progress in finding the cure for your illness, but at what price? I miss you so much, Nora. Harry. He may not say it explicitly, but Harry blames himself for Roy's death. I know him too well. Ja, das Problem. I miss you too, Harry. Das Problem dabei ist natürlich, dass er den Brief hier abgeschickt hat, ne? Heieiei, was ist denn? Where did you get this strange device, Harry? Alter Schwede, was ist das denn? Okay. Keine Ahnung, wofür das ist, müssen wir mal gucken. Dann muss das vielleicht runter zum Laser. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Really sure how this thingamajig works. Oh, hier ist er, was ist The Harry of a heart I know would never have given up on this. Something must have happened that kept him from solving it. Na, zack, 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 zack. Hat sich gelöst, okay. Black ooze. In a telescope? Hm. Was steht denn da drin zum Beispiel? Other planes of existence. That's bats. Mhm. Jeepers, a stranded ship. Ah, das wird wahrscheinlich Design von wie wir gehört haben, ne? This explains why the campsite is nearly abandoned. Die anderen sollen so schnell wie möglich packen. Wir müssen zum Strand mit dem schwarzen Sand. Dem Schiff ist was zugestoßen. Nehmt nur das Nötigste mit. Okay. Viel mehr haben wir jetzt hier aber auch nicht angucken können. Hier ist das Problem. Hier noch irgendwas? Hier ist der Brief. Das ist mal los. Boden ist aber. Okay. Man weiß ja noch gar nicht, was man machen soll, genau. Also bringt ja nicht so viel, wenn man jetzt da rumprobiert. I'm not really sure how this thingamajig works or what to do with it. Weil eigentlich hat er da ja gar nicht so viel gemacht. Hm. Mal kurz die Anleitung gucken hier. Okay. Jetzt wird's schnippelig. Aber wir sind auch ein bisschen. Leider jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit. Ich wollte gar nicht so lange machen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.